Erhard Schärfer in Berlin. Können Sie mich hören? Jetzt kann ich Sie hören, Thomas Bader. Ja, Mensch, es hat doch sogar einen kleinen Vorteil, dass wir jetzt erst sprechen. Denn wir haben eben den Beitrag gesehen über das Klimakabinett. Und so kommen wir dazu, jetzt doch zuerst über Inhalte zu reden und erst danach über Personalien. Das Klimakabinett ist ja nicht ganz neu. Kommt endlich in die Gänge? Kommt es schnell genug in die Gänge? Es ist halt ein schwieriger Prozess und es sind sehr unterschiedliche Vorstellungen, die drei, sagen wir mal, Parteien haben, die diese große Koalition bilden. Insbesondere was das Thema Klimaschutz angeht, da ist die SPD sicherlich ein Stück weiter oder will andere Wege gehen, sagen wir es mal so, als die Union. Und deswegen dauert das Ganze ein wenig. Es gibt ja einen Gesetzentwurf, den die Umweltministerin, die Zuständige, schon im Februar vorgelegt hat. Der liegt im Kanzleramt und da liegt er und liegt, sagt sie, und ist deswegen sauer und hat ihn deshalb ohne Rücksprache mit dem Kanzleramt in die sogenannte Ressortabstimmung gegeben. Es scheiden sich die Geister, insbesondere der Union, daran, dass die Bundesumweltministerin vor allem ihren Blick gerichtet hat darauf, dass in allen Sektoren Grenzwerte festgelegt werden sollen, Maximalmengen für Maximalgrenzen für den CO2-Ausstoß. Das ist aber den jeweiligen Ressorts, beispielsweise Verkehr, beispielsweise Bau oder Landwirtschaft, überlassen will, wie man das Ganze umsetzt. Und da sind die nicht mit einverstanden, aber sie müssen sich nun mal zusammenraufen. Da scheint es wahrscheinlich an heute einen Schritt weitergekommen zu sein. In dieser zweiten Sitzung des Klimakabinetts, es waren weitere vorgesehen, da kann man jetzt weiter aktiv werden in den nächsten Wochen. Immerhin ist man sich ja einig, dass man bis September Konsens haben will über die Maßnahmen und die Gesetze und Maßnahmenpakete, die man dann verabschieden will. Und Ende des Jahres soll es dann auch tatsächlich kommen. Das fordert übrigens auch die Partei Linke der SPD massiv ein. Also möglicherweise bewegt sich in der Frage ja doch was jetzt, wo man gemerkt hat, dass der Mehrheit der Bevölkerung hier doch sehr viel an diesem Thema liegt. Ja, Sie sagen es, in Umfragen ist das Thema ja weit nach vorne gerückt im Problembewusstsein der Bevölkerung. Und bei der Europawahl hat man gemerkt, dass vor allem jüngere Wählerinnen und Wähler ja in Strömen sozusagen abgewandert sind und die Grünen natürlich sehr davon profitiert haben, weil es ihr Thema ist. Das heißt, die bisher großen Volksparteien müssen sich beeilen. Ja, das ist richtig. Das ist ihnen auch bewusst. Die Frage ist, auf welche Art und Weise die das machen wollen. Und es gibt da auch, wie gesagt, unterschiedliche Ansätze. Die SPD ist ja im Moment auch mal vorübergehend mit sich selbst beschäftigt. Die Union, die CDU zumindest auch mit ihrer Vorsitzenden. Also das sind natürlich keine guten Voraussetzungen, um dieses Thema voranzubringen. Ja, dann lassen Sie uns das mit dem sich selbst beschäftigt doch kurz vertiefen. Wir hatten zu Beginn dieser Sendung einen Beitrag gesehen über die Situation bei der SPD. Wir hatten gesehen, dass Andrea Nahles gerade ja um ihr Amt und letztlich auch um sich kämpft innerhalb der SPD. Heute Nachmittag nun die Fraktionssitzung und vorbereitet wird, dass in der kommenden Woche schon der Fraktionsvorsitz neu gewählt werden soll. Wie verläuft dieser Nachmittag bei der SPD? Extrem angespannt, muss man sagen. Das geht ja schon seit heute Mittag ungefähr so. Gegen 12 sind einige der Landesgruppen zusammengekommen. Um 13 Uhr hat sich dann der Fraktionsvorstand zusammengesetzt und hat das, was jetzt Fakt ist, nämlich die Neuwahl, die vorgezogene Wiederwahl oder Neuwahl der Fraktionsvorsitzenden oder des Fraktionsvorsitzenden am kommenden Dienstag dann erstmal beschlossen. Das musste der Fraktionsvorstand ja erstmal machen. Das Ganze hat sehr viel länger gedauert, als es ursprünglich geplant gewesen ist. Und deswegen hat die Fraktionssitzung auch erheblich später begonnen, als ursprünglich geplant war, nicht um 15 Uhr, sondern etwa erst um 16.20 Uhr und sie dauert an. Sie soll sehr intensiv sein, wird uns mitgeteilt, vereinzelt. Es soll sehr kontrovers diskutiert werden. Es geht insbesondere um natürlich beispielsweise die Frage dieser vorgezogenen Wahl, die ja eigentlich erst im September stattfinden sollte, weil sie alle zwei Jahre eben ist. Und im September 2017 ist Andrea Nahles mit gut 90% der Fraktionsabgeordnetenstimmen zur Vorsitzenden gewählt worden. Sie kennen das, was sich in den letzten 10 bis 14 Tagen zugetragen hat, weshalb sie dann am Montag gesagt hat, okay, dann ziehen wir das eben vor, damit wir da mal Ruhe und vor allem auch Klarheit bekommen über meine Rolle hier als Fraktionsvorsitzende. Das hat dann, wie gesagt, der Fraktionsvorstand mit 19 Stimmen, 9 Gegenstimmen allerdings auch und 3 Enthaltungen beschlossen. Und jetzt sitzt man, wie gesagt, seit 20 nach 4 hier und diskutiert eben diese Frage, ob das ein schlauer Schachzug war, doch wieder eine Personaldebatte zu haben, indem sie die Vorsitzende selbst ausgelöst hat. Aber man diskutiert genauso
genauso intensiv über die Gründe und die Ursachen für das schlechte Abschneiden bei der Europawahl und aber auch in Bremen diskutiert über den Wahlkampf, ob da alles so richtig gelaufen ist und vor allem die Strategie, wie man denn aus diesem tiefen Tal, in dem die SPD ist, jetzt vielleicht wieder rauskommen will. Und dann natürlich in der Folge auch mit welchen Köpfen. Vielleicht noch eine Nachfrage, um mit einigen Gerüchten aufzuräumen. Wie zufällig ist es denn, dass zum Beispiel einer, dem nachgesagt wurde, er würde gerne gegen Nahles antreten, jetzt doch nicht antritt und er kommt aus Nordrhein-Westfalen, dass einer, der vorgestern einen Brief geschrieben hat zum Thema Fraktionsvorsitz, aus Nordrhein-Westfalen kommt, dass ein anderer, dem auch nachgesagt wird, er würde vielleicht ganz gerne antreten, auch aus Nordrhein-Westfalen kommt. Gibt es da Zusammenhänge, über die wir mehr wissen müssten? Tja. Da wären wir gerne auch ein klein wenig schlauer, aber da muss man sich natürlich auf das berufen, was man dann oder auf das beziehen, was man dann tatsächlich an Fakten festklopfen kann. Und dann ist mal gerade nur sicher, dass es tatsächlich vor 14 Tagen wohl ein Gespräch gegeben hat zwischen Martin Schulz und Andrea Nahles, dass Martin Schulz heute noch mal sehr klar betont hat, dass er nicht gegen Andrea Nahles antreten wird. Ob sich das jetzt nur beispielsweise auf den kommenden Dienstag bezieht oder ob das für alle Zeiten gilt, das müssen wir noch offen lassen. Das andere, was man festhalten muss, es ist eine große Unruhe im Landesverband Nordrhein-Westfalen insgesamt. Das ist ja nicht so, dass sie sich alle einig wären über die Ziele. Also der ist intern relativ zerstritten. Es gibt da sehr unterschiedliche Auffassungen, in welche Richtung die SPD gehen soll. Das spiegelt sich zum Teil auch hier in der Landesgruppe wieder. Und dann gibt es natürlich da auch noch mal einzelne Animositäten. Da gibt es diejenigen, die von vornherein gegen die Große Koalition gewesen sind und die das Ganze jetzt, wie es im Moment verläuft und auch die schlechten Wahlergebnisse, dann natürlich als guten Grund sehen, um diese ganze Geschichte generell noch mal in Frage zu stellen und damit auch die Rolle der Vorsitzenden, die in der Tat vereinzelt nicht besonders glückliche Auftritte hatte, die auch Fehler gemacht hat, beispielsweise in der Causa Maaßen, die sich aber nichtsdestotrotz sehr engagiert nach innen, die versucht, diese Partei wieder auf die Beine zu bringen, die dafür gesorgt hat, dass wir vor kurzem das Sozialstaatspapier gekommen haben und gesehen haben, dass Hartz IV überwinden und weiterentwickeln soll, wo beispielsweise im Moment auch noch darüber diskutiert wird, wie es weitergehen soll mit dem großen Themenfeld Umwelt und Wirtschaft, auch noch nicht abschließend beraten, aber ganz wichtig für die SPD. Hätte man vielleicht ein bisschen früher fertig haben sollen, dann hätte man Handwerkszeug und Argumentationen gehabt in den vergangenen Wochen im Wahlkampf, jetzt auch zur Europawahl, als das ganze Thema Klimaschutz ja plötzlich eine so große Rolle eingenommen hat. Also sie tut sehr viel, ist natürlich nichtsdestotrotz heftig umstritten, hat ja bei ihrer Wahl zur Vorsitzenden auch nur 2/3 der Stimmen ungefähr bekommen. Das ist definitiv nicht besser geworden. Erst recht nicht natürlich im Hinblick auf die Wahlergebnisse, die sie quasi mit zu verantworten hat als Parteivorsitzende. Ja, und dann suchen Einzelne zumindest dann natürlich verstärkt die Gelegenheit, da auch entsprechend zu agieren, um möglicherweise einen Wechsel herbeizuschaffen. Berichtet Erhard Schärfer aus Berlin. Vielen Dank für die Einblicke.